Ja. Ich habe immer noch nicht an einem Intro gearbeitet. Und von daher herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge More Error Chronicles. Ups. Ja, ich habe mir nochmal die Achievements angeguckt und wollte daher mal ein bisschen was ausprobieren. Zudem sehe ich, dass mein... Was ist das für ein Begleiter habe ich denn da jetzt? Das was nicht. Steuerung. Dass mein... Da war ich doch richtig. Dass mein Goblin noch keinen Begleiter hat. Und dann habe ich mir gedacht, holen wir uns doch einfach mal eben schnell ein. Auch noch dafür. Also ich wollte noch die Hünden, kann ich das so sagen, noch aufsammeln. Ich glaube, die habe ich immer ignoriert. In der Zwischenzeit sammle ich weiter fleißig Begleiter. Zwar gab es da irgendwas mit Aura-Kombo. Und dann habe ich mich mal ein bisschen informiert, wie man die kriegt. Und das würde ich dann einfach mal eben schnell ausprobieren. Das dürfte jetzt nicht das größte Problem sein. Und da ist sie auch schon. Also Hühnchen. Mach, sitz, Fragezeichen. Wir sind einfach mal so frei. Ja, ich merke gerade, ich muss jeden einzeln einstellen. Na komm. Du greifst ihn nicht an, jetzt greifst du an. Das ist das erste Futsch. Dann greifst du an. Da habe ich meinen Hauptcharakter verpasst. Aber das sollte reichen. Und den nächsten Boss, den hole ich. Oh, warte, da war ja was. Ei, ei. Das habe ich wieder komplett vergessen. Where do I have to... Ah, da oben. Und wo jetzt? Hier. Nicht mehr? So. Da hab ich sie. Ah ja, ey. Das muss von außen bestimmt ziemlich falsch aussehen, wenn ich hier so halb im Stuhl liege. Mit dem Controller auf dem Bauch und dann massiv an dem... Das klingt auch schon falsch, an dem einen Knüppeldreh, an dem einen... Oh, wie heißen die Teile jetzt? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ah. Nein. Ja, also kurze Zusammenfassung. Wir haben sie gerade... Sie hat so vorsichtig gefragt, was wir mit der vorhaben. Und der Otter war so ein bisschen, ja, was haben wir denn mit ihr vor? Upsala. Und, soll ich da fünf mit mir rumschleppen? Ich dachte, vier wäre das Maximum. Ja gut. Das vereinfacht natürlich wieder ein wenig.
Dann leveln wir noch ein bisschen hoch. Und gehen wieder in den dritten Flur zurück. Obwohl, warte mal. Das ist nicht das, was ich gerade nachgucken möchte. Patty. Moinfo, nein. RF, RF, RF. Was ist der Unterschied? Ich habe mal wieder keine Ahnung. Tutorial. About Dungeons, Basic Roots, Aura, Monster Girl Combat, Faint and Gentleman Bonus, Autons Fury, Aura Combo. Aura Combo, hier haben wir was Praktisches. By continuously hitting weak points. If you continue to attack the enemy's weak points, this will result in an aura combo. You will receive bonus XP and rub points after a battle if you have inflicted a combo attack. The chances of obtaining items will also increase if you inflict more combos. A combo will be inflicted if the enemy and the aura are not the same. Yeah, okay. The effect of the attack is not related to the combo. If you have a character who is able to attack the enemy's weakness, then aim for a combo. Okay. About the party. Da haben wir jetzt zum Beispiel wieder R, R und F. Okay, ja, da steht es nochmal drin. Wir können bis zu 5 haben, dann sind wir damit fertig. Oh, es gibt Sadisten. Reagiert in the party. Ah. In front or rear guard. Position the weaker characters to the outside characters in a central position. An easy target for enemy attacks. Okay. Side dungeons. Ah da, know the difference between... Das habe ich gesucht. Rear guards attack with less power but also receive less damage. Ja gut. High trades can... Ja, dann habe ich schon alles, was ich wollte. Gut, dankeschön. Jetzt wollte ich noch was nachgucken. Party. Das war nicht die Taste. Verdammt. Das war's. Da steht nochmal Aura. Press Y button to see. Vertical Stripe Mask, aber das kann ich jetzt auch nicht nachgucken, was das macht. Gut. Oder warte. Okay, unter den Umständen hauen wir doch nochmal wieder ab. Steuerung. Ich hab's gleich. Dann hauen wir hier rum ab. Hauen nochmal den ersten Flut zurück. Ich meine, ich kann dadurch noch ein bisschen aufleveln, so ist es ja nicht. Wie lange nehme ich eigentlich schon da auf? Das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Jetzt habe ich schon wieder einen neuen Begleiter. Kriegt ja, ich hätte das Ding mitnehmen sollen. Jetzt ist es zu spät. Ja, da habe ich ein Level Up. Ich glaube, es ist zu schnell durchgeklickt. Jetzt habe ich nicht gesehen, was die kann. Ob ich das richtig pausiert kriege? Wahrscheinlich nicht. Ich habe auch mittlerweile eine Statistik für dieses Jahr. Kommt auch was raus. Und zwar bin ich jetzt bei 175 Errungenschaften, die ich in diesem Jahr gesammelt habe.
So, wir sind aus dem Dungeon raus. Hier haben wir ein paar neue Events. Jetzt haben wir den Goblin dort. Divine. Ja gut, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, was will die von mir? Nein, das war's auch nicht. Hier was. Und zwar wollte ich dich wissen. Wollte ich nicht wissen. Petpakt, hier haben wir sie doch. Low chance of slowing down the owner's action time. Okay, dann fangen wir erstmal oben an. Low chance of causing some wind damage to all enemies. Das wollen wir natürlich nicht. Ja gut, dann nehmen wir einfach mal den Wal mit. Ach komm schon. Ja, das ist hier egal. Das würde ich gerne hier rausnehmen. Die kriegt dann von mir auch einfach nochmal das hier. Und dann haben wir noch unseren unser Hündchen. Unser Hundi, Hundi, Hundi. Hundi, 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 Hundi. Kriegt von mir dann auch nochmal diesen Wal. Einfach um den ein bisschen hoch zu heilen. Und dann gehen wir nochmal zum Schleim. Dann kraulen wir doch mal unseren Schleim. Kann ich das Kraulen nennen? Geht das schon wieder los. Hier geht's los. Ja, jetzt ist die da nicht mehr. Ah, hier unten. Wo jetzt, wo jetzt, wo jetzt, wo jetzt, wo jetzt? Hier haben wir noch ein paar Sterne da. Na, das lassen wir jetzt. Wir sind ausgerüstet. Ich habe das Gefühl, ich komme hier absolut nicht voran. Weil ich meine, ich habe nur diesen einen Dungeon und mit dem muss ich hochklettern und hochklettern und hochklettern und... Viel mal Daumen. Ja, aber ich komme voran. So, da kann ich speichern, das lassen wir jetzt erstmal. Ich habe gerade irgendwie so ein Déjà-vu, wie ich eine ganze Folge aufgenommen habe und dann Game Over gegangen bin. Und ich dachte mir noch so, nee, oder? Ja, mein Hund, es greift nicht mein Hund. Ja, wir aber heilen sich, das ist gut, die heilen sich.
Ja, Panorama, Zoom. Oh, Panorama ist das Schönere. So, dann einmal hier links. Wieder kämpfen. Machen die mir überhaupt Schaden? Eigentlich nur bei den rechten zwei Charakteren, oder? Ich war eine dekorative Puppe. Warte mal kurz. Ich meine, ich gehe mich doch... Ah, oh, fuck. Das war nicht der Weg, den ich gehen wollte. Ich gehe mich doch gleich eh wieder auffallen, oder irre ich mich da jetzt? Dann fliegen wir jetzt hier mal schnell durch. Ach, komm schon. Am meisten Sorgen macht mir gerade echt mein Hündchen. Hündchen. Noch Level 4. Oh, direkt 12 Leben mehr. Ein Hoffnungsring. Oder so. Oh, da fällt mir ein. Equipment. Damit schraube ich meine Verteidigung hoch. Na, komm schon. Hier hat auch etwas für Verteidigung. Das würde ich jetzt gerne mal abnehmen. Genauso wie ich das nochmal abnehmen würde. Und dann gebe ich ihr jetzt einfach nochmal eben schnell was. Auch einfach mal, um ihre Verteidigung hochzutun. Und dann kriegt mein Slime kriegt dann hier wieder die nächste Ausrüstung, die ich noch so habe. Und hier kann ich jetzt auch speichern, bin dann wieder voll ausgerüstet. Und jetzt heißt es suchen. Kann ich auch flüchten? Na, verdammte Scheiße. Okay, wir rennen nochmal zurück. Sicher ist sicher. So. Ach, komm schon. So viel Schaden macht das... Machen die Vier? Oh, hier ist Aura Ward. Auto Effect Skill. SP All Damage Cast by Aura Attacks will be decreased. Okay. Ah, stimmt, hier gab es diese komischen Symbole. Diese festen Positionen, wo man Monster findet. Ich bin frei, den Ball habe ich gerade irgendwie nicht gesehen. Und damit haben wir wieder das nächste Level ab von meinem Schleim. Die Verteidigung ist leider nicht höher gegangen. Dann haben wir wieder einen neuen Begleiter. Die haben Sterne. Interesting. Einfach mal eben schnell alles niederklopfen. Ach komm schon. Wenn die nicht kämpfen wollen, auch wenn die mich nicht abhauen lassen wollen, dann... Und ich hab's schon wieder verdammt. Ich hab's schon wieder getan. Was ist denn hier hinten jetzt los? Nimmt hier ja kein Ende mehr. So, ich hab wieder einen verletzten Teamboss. Kann doch nicht wahr sein. Hier geht's hoch. Nein, danke.
Jetzt habe ich ein merkwürdiges Gerät gefunden. Das ist sehr schön. Das hilft mir nun auch nicht viel weiter, dadurch, dass meine... Mein Goblin ist das. Mein Goblin kann ich aber an den Punkten wahrscheinlich auch nicht wiederbeleben. Muss ich dann wirklich... Suche ich erstmal hier weiter. Hier ist schon mal nichts. Dann gehen wir erstmal wieder aufheilen. Da würde ich jetzt auch nicht rumrennen. Da habe ich wieder ein Level ab. Ja, aber das ist genau das, was ich nicht... Darf ich doch nicht ernsthaft wieder zurücklaufen? Items. Ja gut, dann komm. Huch. Komm. Endlich, dankeschön. Das macht hier keinen großen Unterschied. Und die kriegt den auch nicht tot. Wow. Das ging schon mal daneben, das ging auch schon mal daneben. Das ist sehr schön. Und jetzt bitte voll drauf. Dankeschön. Oh, und hat der Hund noch ein Level up? Das speichern wir jetzt noch einmal. Noch schon wieder so ein Vieh. Ob das deren verdammten Ernst ist. Dankeschön. Ich habe jetzt schon wieder irgendwas freigeschaltet, was ich viel zu schnell weggeklickt habe. So, dann rennen wir jetzt definitiv nicht darum. Rennen wir doch mal hier rum. Und gehen hier hinten in die Ecke. Klopfen uns hier noch einmal schnell durch. Schön, dass mein Köpfchen gleich schon gehopst ist. Dann, Party. Das war's. Dann machen wir das. Ne, warte. Die hält eh nicht viel aus. So, was haben wir jetzt hier? You guys, I already get your way, but you still took the trouble to come back. You're indeed super masochist. ja, die, im Grunde hat sie uns die Möglichkeit gegeben, oder im Grunde hat sie uns schon einmal weggeschickt, aber wir sind zurückgekommen, um weiter nach Ärger zu suchen, und sie nennt uns Masochisten. Also super Masochisten. Und wir sind mit noch mehr Leuten zurückgekommen. Wie viele Masochisten gibt es denn in dieser Welt? Sie sieht weiterhin Menschen entweder nur als Sadisten oder Masochisten. Da das schon bereits das zweite Mal ist, habe ich mich schon daran gewöhnt. Fühlt sie sich nicht verlegen. Selbst Latte ist...
sie ist ein freundlicher Leiter, die eine Leiterin, die immer lustige Jokes erzählt hat. Okay. Gut, dass ich vorher noch mal gewechselt habe. Wir sammeln. Wir verteidigen. Ach, verdammt. Wir beseitigen erstmal die... Nein, nein, du verteidigst dich bitte, definitiv. Ach du Scheiße, wie viel halten die aus? Du machst nochmal das. Du greifst jetzt auch mit an. Du greifst mit an. Du verteidigst mir lieber weiter. An sich machen die nicht viel Schaden, aber die sind halt nervig, die kleinen Viecher. Wenn ich weiter mit dem Goblin verteidige, die macht 11 Schaden auf meinen Goblin. Die rechts und links am Rand sind full life. Dann greifen wir mal den zweiten an. Da rechts und links macht die 10. Hier können wir noch einmal drauf. Dann gehen wir da drauf. Und nochmal da drauf. Verteidigen. Nochmal da drauf. Ach komm. Verreck. Das nennst du verreck? Aber die macht nicht viel Schaden an mein... Upsala. Ja, da bin ich in die Luft geflogen. So. Jetzt, wo wir das hinter uns haben, fangen wir an. Aura Attack. Verteidigen. Verteidigen. Fire Shoot. Ach du Scheiße, macht 9. 2 Aura-Kombo. Du verteidigst. Du verteidigst. Du verteidigst. Du machst einen Skill auf Aura-Attack drauf. Du machst das gleiche drauf. Nur schon mal bei einer 4er-Kombo. Ja, ich habe mich auch ein bisschen informiert, wo ich das am besten machen könnte. Sie ist eigentlich der erste Boss, aber ansonsten sollten die restlichen Errungenschaften eigentlich klar sein. Da muss ich mich dann nicht mehr drüber informieren. Dann verteidigen wir hier weiter. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst, fällt mir gerade auf. Ne, die hat 24 Schaden gemacht. Ne? Ich dachte, die macht nur 11. Wir sind alle in Angriff gewechselt. Oh. Ja gut. Wir hauen einfach mal weiter drauf. Das ist jetzt die 5. Und das wird die 6 sein. Du verteidigst. Du verteidigst. Das sind 3 Schaden. Du greifst an. Das ist die 7. Du greifst an. Das ist die 8. Gut, du verteidigst. Du verteidigst. Du greifst an. Das ist die 9. Du greifst auch an. Das ist die 10. Dann verteidigen wir. Und verteidigen. Dann habe ich jetzt hier nicht mehr, also verteidigst du jetzt auch. Die braucht noch, die kann auch 6 Mal draufhauen. Ich glaube, ich habe einen Skill, um das irgendwie hochzu. Wir verteidigen. Wir verteidigen. Wir verteidigen. Wir machen einen Aura-Attack. Das sind wir bei 12. Dann, Item 150, 100. Ja, das klappt auch nicht gut. Dann wartest du. Verteidigen. Ja, dann hilft das alles nichts.
ja dann Defend. Wieso kostet das so viel? Ich will keine Lust, das weiter drauf zu hauen. Ja, komm hier. Einfach draufhauen, einfach draufhauen. Wenn ich aber normale Angriffe mache. Nein, bitte auf null. Ich will die eigentlich gerade nicht bekämpfen. Dann haben wir ein Level ab. Warum kostet das 9? Und die haut jetzt ab. Warum kostet das 9? Das hilft mir alles nicht, wenn ich 20 brauche. Es war noch 20 als Errungenschaft. Oder da pausiere ich jetzt mal ganz kurz und schaue nach. Es sind schon mindestens schon mal 2 weitere Achievements mehr. Ja komm, dann klatsch wenigstens noch einen um. Dann klatsch noch einen zweiten um. Jetzt können wir erfolgreich abhauen und jetzt habe ich keine Lust mehr rauszulaufen. Verlassen wir doch noch einmal die Stadt. Und gehen noch mal in den Shop zurück. Kaufen. Paralyzed, Skill Sealed, Decline Status, HP. Magieverteidigung. Sended with a romantic card. Handcrafted Bannert. Das kann echt nicht wahr sein. Hier rein. Dann gehen wir jetzt mal in einen Raum. Da habe ich ein paar Events. Das ist mir jetzt egal. Wir schauen in meine Party. Check Status. Sie hat 45. Ihr Skill kostet 4. Das heißt, sie kann 11 mal. Ortus, mein Hündchen, hat 50. Ihr Fire Shot kostet 9. Was bedeutet, dass sie... Warte, wie viel hat die jetzt? 9. 50 geteilt durch 9. Warte, was? Wie? Woher? Hier zu blöd zu rechnen? 45 mal. Die kann also 9 mal draufhauen. Nee, gar nicht, weil die kann... 5 mal draufhauen. 9, 18, 27. 45, ja. Die kann 5 mal draufhauen. Die 5 mal. Und sie... elfmal. Wobei 16, das ist schlecht. Dadurch komme ich nämlich dann nur auf 16. Muss ich echt ein bisschen hochleveln noch. Kann nicht wahr sein, dass mir irgendwo 4 Mana fehlen. Aber ich habe auch festgestellt, und das waren 2 weitere Achievements, die ich schon mal gekriegt habe. Die 5-Hit-Aura-Attack-Kombo und die 10-Hit-Aura-Attack-Kombo. Und da oben sehe ich direkt auf der Minimap, da ist was passiert. Das ist der Schalter, den ich dann umgelegt habe. Umgelegt. Oh Gott. Dann rennen wir da direkt mal hin und gucken, was passiert. Also die hat 9 und die hat 4. Dann komme ich auf 11 und 5, dann sieht es immer 60. Ich brauche irgendwo 14. A sealed area.
Okay. Ja gut, dann muss ich da hinten rum um... Ja gut, haben wir jetzt mal ein bisschen was aufs Maul. Warum ist die eigentlich schon wieder halb tot? Das ist Lilia. Mein Goblin sollte verteidigen. Vielleicht überlebt sie es dann noch irgendwie. Uiuiui. Und da habe ich schon wieder gepennt. Aber vielleicht habe ich Glück, dass die Katze jetzt was anderes angreift. Tut sie. Nice. Das lassen wir jetzt mal auf meinen Goblin raus. Ach, auf meinen Schleim. Ups. Und jetzt habe ich schon wieder keine Items mehr. 50 sollten reichen für meinen Goblin. Jetzt muss ich hier gucken, dass ich hier irgendwie hochgelevelt kriege. Meine Party ist alle auf F gestellt. Gut. Schaffe ich das noch oder überziehe ich die Folge? Ich glaube, ich überziehe die Folge, ne? Wir machen das jetzt ganz einfach. Falls ihr eure Unterstützung für dieses Format teilen wollt, lasst doch ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Folgt mir auf Twitter. Da habe ich ein Level Up. Jetzt habe ich einen Blackout, das Level Up habe ich rausgezogen. Bei Vorschlägen schreibt euch was in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Kudaiko out.